Dass Buchhändler zu sein ein toller Beruf ist, das ist uns schon lange klar. Doch wie schön dieser Beruf ist, wird immer wieder deutlich, wenn unsere Verlage uns Leseexemplare schicken. Und manchmal kommen die Leseexemplare in einer ganz besonderen Form zu uns. In diesem Fall kam das Buch so, in einem wunderschönen Karton. Und darauf steht, kennen Sie schon Fanny Clautier? Das besondere Herzensbuch. Tja, wenn man das als Buchhändler bekommt, wird man natürlich neugierig. Und man klappt den Deckel auf. Und manchmal haben die Autoren tatsächlich einen ganz persönlichen Brief an ihre Buchhändler geschrieben. Natürlich ist er jetzt nicht handgeschrieben, aber auf jeden Fall gedruckt. Und man kann sich schon vorstellen, dass es tatsächlich von der Autorin selbst kommt. Liebe Buchhändlerinnen und Buchhändler, es macht mich richtig stolz, dass meine Fanny nun auch auf Deutsch erscheint. Sie lädt uns also ein, ihr Buch einfach zu lesen. Fannys Geschichte beginnt damit, dass sie gegen ihren Willen zu einer Tante geschickt wird, von deren Existenz sie bis zu diesem Zeitpunkt nichts gewusst hat. In den darauffolgenden Monaten wird Fanny mit tatkräftiger Unterstützung neuer, guter Freunde herausfinden, dass sich hinter dem Tod ihrer Mutter ein gewaltiges Geheimnis verbirgt. Fanny selbst war damals noch keine 4 Jahre alt. Als alles um sie herum einzustürzen droht, beschließt Fanny, nach vorn zu schauen und den Menschen zu verzeihen, die sie aus Liebe belogen haben. Also mich hat dieses Buch neugierig gemacht und ich habe es gelesen und ich bin begeistert von Fanny. Denn Fanny spricht eigentlich jedem aus dem Herzen. Das Tolle an diesem Buch ist, dass man tatsächlich in ein Tagebuch blickt. In ein Tagebuch oder in das Tagebuch von Fanny. Auf den ersten Seiten stellt sie sich vor, wer ich bin. Ich hätte ein schönes altes Schreibheft der Marke Kanada kaufen sollen. Nicht dieses dicke, blassrosa Ding, das viel zu edel ist. Sieht fast wie ein Roman aus. Ein viel zu schönes Buch, in das man eigentlich nur lauter schöne Dinge schreiben sollte. Intelligente Sätze. Die Seiten sind viel zu weiß und viel zu glatt für meinen Geschmack. Man kriegt echt Angst, es zu ruinieren, wenn man reinschreibt. Als wenn mir dieses Tagebuch nicht gehören würde. Als wenn irgendwer anders sich erlauben würde, darin zu lesen. Vielleicht sollte ich besser zeichnen, statt zu schreiben. Darin bin ich nämlich ziemlich gut. Ich habe angeblich schon gezeichnet, bevor ich sprechen konnte. Dann besinnt sie sich aber und denkt, eigentlich ist es ja mein Tagebuch. Und wenn es mein Tagebuch ist, dann kann ich damit auch machen, was ich will. Und so ist es tatsächlich, als würde man in einem Tagebuch blättern. Mit eingeklebten Dingen, wichtigen Eintrittskarten und alles, was dieses Mädchen bewegt. Und allem, was dieses Mädchen bewegt. Gleich auf der ersten Seite entdeckt man noch etwas ganz Besonderes, denn Fanny hat ein verrücktes Haustier, ein Frettchen, Albert. Und Albert ist ihr bester Freund.